Also, wenn wir nun die Eigenkapitalquote und die Fremdkapitalquote berechnen, und es ist ganz offensichtlich, dass beides zusammen 1 oder 100% ergibt. Das heißt, wenn Sie Eigenkapitalquote haben, haben Sie sofort auch die Fremdkapitalquote. Das ist ja mal logisch. So, jetzt ist die Frage, was sagt das aus? Und was sagt es nicht aus? Und es gibt keine allgemeingültige Regel, es gibt aber hier, wie soll man sagen, Modeerscheinungen oder Präferenzen. Eine hohe Eigenkapitalquote heißt auf jeden Fall sehr viel Selbststeuerung und geringe Abhängigkeit. Ja, wer eine hohe Fremdkapitalquote hat, der läuft immer Gefahr, dass die Gläubiger eines Tages das Zepter übernehmen. Also das können wir vielleicht festhalten. Ja? Hohe Eigenkapitalquote heißt hohe Freiheit. Sie haben keine Gläubiger, die Ihnen reinreden und Ihnen Briefe schreiben, sag mal, wann zahlst du denn mal und so weiter. Sie haben keine Aufmerksamkeit gebunden, weil Sie mit Ihrem eigenen Geld arbeiten. Und es gibt immer mal wieder so Tendenzen und Modeerscheinungen. Zum Beispiel, wenn sehr viel von Krise die Rede ist, dann werden eher Unternehmen präferiert, die eine hohe Eigenkapitalquote haben. Ja, in Krisenzeiten gilt das als sehr positiv, eine hohe Eigenkapitalquote zu haben. Es macht sie unabhängig, es macht sie frei, es macht sie nicht gebunden an Gläubiger. In Zeiten, wo es heißt, hoch die Tassen und die Wirtschaft boomt, wie wir das zum Beispiel in den 80er Jahren hatten, na, immer wieder gibt es so Jahre, wo die Wirtschaft wächst. Da verlieren wir diese Eigenkapitalquote ein bisschen aus den Augen und sagen, das ist doch im Prinzip egal, Hauptsache die Rendite stimmt. Da ist eine hohe Fremdkapitalquote nicht unbedingt negativ, wenn man mehr erzielt für das Geld, als das Geld kostet. Man nennt diesen Effekt übrigens den Leverage-Effekt. Dazu aber später mehr. Wenn man Geld anlegen kann in ein Projekt für 12%, muss aber für das Geld nur, sagen wir, 8% zahlen am Markt, was wird man tun? Man wird so viel wie möglich fremdes Geld aufnehmen. Das heißt, man wird seine Fremdkapitalquote erhöhen und trotzdem seine Eigenkapitalrentabilität steigern können. Da gilt das wieder als positiv. Ja, also in der Interpretation sind wir auch ein bisschen abhängig davon, wie die momentane Wirtschaftssituation gerade ist. No?